Hier ist wieder der Sven von Outside Vogtland. Heute zum zweiten Teil der Krisenvorsorge. Ich habe eine kleine Umfrage gestartet bei YouTube, Instagram und auf Facebook. Da war eigentlich die Mehrheit dafür, dass ich noch ein Video für die Krisenvorsorge machen soll. Und das mache ich jetzt. Und zwar diesmal zum Thema Lebensmittel. Ich gehe nicht näher auf Notfallnahrung ein, das habe ich schon vorgestellt, seht ihr in einem anderen Video, sondern auf Nahrungsmittel, die man in jedem Supermarkt zu kaufen bekommt, die lange haltbar sei und die nahrhaft sind. Und wenn ihr wieder Lust habt auf mein Krisenvorsorge-Video, dann bleibt dran. Wir sehen uns gleich wieder in meinem Ausrüstungskeller. So, jetzt sind wir wieder in meinem Ausrüstungskeller und wie schon eingangs erwähnt, heute geht es mal um Lebensmittel, die man bei jedem Discounter kriegt, die man gut lagern kann, die ja über viele Jahre haltbar sind. Und okay, los geht's. Kommen wir zum ersten, quasi der Klassiker, das sind die Nudeln. Eierteigwaren gibt es eigentlich in jedem Supermarkt zu kaufen, in sämtlichen Formen, in sämtlichen Abpackungen. Ich habe meistens der relativ preiswerten 500 Gramm Packungen. Ist ein Haufen Energie drin, Fett, Kohlenhydrate, Zucker, Eiweiß, Salz, alles was man braucht. Kann man mit Wasser machen, kann man mit Brühe machen, kann man sogar süße Nudeln machen, schmecken auch nicht schlecht. Ja, geben Kraft, machen satt. Einfach der Klassiker. Wisst ihr selber. Dann kommen wir zum zweiten, was ich habe. Das ist der Reis. Gibt es da in sämtlichen Variationen. Ich kaufe den immer im Kochbeutel. Ist das Einfachste. Den Kochbeutel kann man dann auch noch als Sieb benutzen. Quasi für die Nudeln. So mache ich es immer. Lässt sich ja lange, lange aufheben, der Reis, wie die Nudeln, 5-6 Jahre, überhaupt kein Thema. Und ja, wisst ihr, Reis gehört in jeden guten Vorratskeller mit dazu. Dann kommen wir zur Nummer 3. Da habe ich auf jeden Fall Haferflocken. Gibt es ja in ganz verschiedenen Varianten. Habe hier welche. Oder hier in den Varianten, ganz egal, Haferflocken sind Haferflocken. Die kann man sowohl im Wasser wie auch in Milch auflösen. Schmecken gut, sind verdammt nahrhaft, machen richtig sehr satt, halten richtig lange. Quasi, wenn man sie isst, man ist lange, lange satt. 2-3 Stunden, 4 Stunden, überhaupt kein Thema. Ist ein Haufen Kohlenhydrate drin, Fettsäuren, Zucker, Ballaststoffe, Eiweiß, Salz, hat einen guten Brennwert. Haferflocken ist eigentlich meine Nummer 1, ziehe sogar den Nudeln vor und den Reis. Und ja, darf eigentlich in keiner Krisenvorsorge fehlen und hält da eigentlich ewig Haferflocken. Kann man sogar als Müsli essen, wie man es gerne hätte. Auf jeden Fall machen sie richtig proppe satt. Und das ist ja die Hauptsache. Nummer 3. Nummer 4. Knäckebrot. Knäckebrot ist richtig genial, finde ich. Hält auch ewig. Ich habe mittlerweile Packungen da, die sind fast 10 Jahre alt. Habe ich dann doch wieder mal eine aufgemacht. Schmeckt noch wie am ersten Tag. Zerbröselt nicht, hält fest. Also, ja, ich bin davon eigentlich ja total begeistert. Gibt es auch in verschiedenen Varianten, in verschiedenen Größen. Ich nehme immer die fergigen, die kann man schön aufeinander stapeln. Funktioniert einwandfrei. Ein Knäckebrot ist ein Haufen Vollkorn mit 21% Ballaststoffe. Also damit kommt man ein ganzes Stück hin.
Und das ist jetzt meine Nummer 4. Meine Nummer 5 ist Müsli. Ich nehme gern das Müsli, was schon fertig abgepackt ist. Gibt es in solchen Dosen hier, in solchen Bechern. Gibt es ganz, ganz verschiedene. Ich habe das von Superchott, von meinem Müsli. Hält auch ewig. Gibt es an jedem Supermarkt zu kaufen. Ist wieder individuell nutzbar. Man kann es sogar trocken essen. Man kann es mit Wasser, man kann es mit Milch, wie auch immer. Den Becher kann man da dazu als Trinkbecher dann hinterher noch ein paar Mal verwenden. Der ist innen beschichtet. Und wenn man dann nur braucht, macht man einfach trocken und nimmt es als Brennmaterial. Komme jetzt zum 6. Lebensmittel. Ganz, ganz wichtig. Wasser. Ich habe euch in meinem letzten Video schon vorgestellt, Wasserfilter und alles. Oder von Sichersat, die Wasserdosen. Alles gut. Aber das Einfachste ist halt immer noch ganz normales Wasser zu kaufen. Gibt es in jedem Supermarkt. Gibt es auch in Glasflaschen. Ich nehme aber gern die PET-Flaschen. Die kann man sogar als Anzündhilfe nehmen im Notfall und. Sei robust, wenn es runterfallen, sie gehen nicht kaputt. Man kann als Wasserfilter verwenden dann und. Auf jeden Fall Wasser. Durch auch mittlerweile, weiß nicht, 5-6 Packungen da. Zu je 10 Flaschen. Kommt man ganz ein Stück hin. Hält auch ewig. Also ich habe dann da auch wieder mal eine Wasserflasche aufgemacht, die ja bestimmt 10 Jahre stehen. Das Wasser hat weder an Geschmack verloren, noch hat es komisch geschmeckt, noch war die Konsistenz komisch. Es war einfach nur Wasser. Und legt euch einen Vorrat an und stinkt normal Wasser, kostet nicht viel und ist im Notfall wirklich gut wert. Das nächste, was ich immer ganz, ganz viel auf Lager habe, ist Zucker. Durch bestimmt 5-6 Kilo nur zu Hause als Notvorrat. Zucker ist ganz, ganz wichtig im Notfall, weil Zucker enthält ganz, ganz viel Energie. Und zwar in 100 Gramm Zucker sind 400 Kilokalorien. Das heißt, in 1000 Gramm sind 4000 Kilokalorien. Und damit kommt man schon ganz, ganz eine Weile hin. Es ist wirklich ein Produkt, das man auch überall einen verwenden kann. Es gibt viel Kraft, es gibt Power. Zucker, ich sag mal, ja, sagen sie immer schädlich, aber im Notfall ist Zucker wirklich Gold wert und deswegen immer mal 1-2 Kilo Zucker daheim haben, kommt mir ewig hin, hält ja ewig, also Zucker wird eigentlich nie schlecht. Durch alle Packungen da, die sind über 10 Jahre alt, schmecken noch genauso, alles gut. Und ja. Was auch ganz wichtig ist, wo ich immer 10 oder 12 Dosen daheim habe, sind Fischkonserven. Die halten sich auch wirklich ewig, durch welche Dosen, die sind schon 5-6 Jahre alt, wo ich auch schon selber ausprobiert. Schmecken genauso, wie wenn man sie nach einem Jahr aufmacht. Ist halt ganz, ganz wichtig, Fisch. Durch die Omega-Fettsäuren, was der Fisch enthält. Ist ganz wichtig für den Stoffwechsel von Menschen. Die Omega-Fettsäuren wirken sogar entzündungshemmend. Ne? Sind gut für den Knochenbau. Also Fisch ist wirklich das A und O mit in der Notfallvorsorge. Ganz, ganz wichtig. Egal, ich habe hier mit Tomatencreme. Man kann Ölsardinen kaufen oder mit was weiß ich was, was da alles gibt. Hauptsache Fisch. Und das werde ich euch auch ins Herz legen. Legt euch solche Konserven an. Und wenn man 10, 12 Stück daheim hat, die kosten das haufenweise, kosten 70, 80 Cent. Und sind wirklich lange haltbar. Ich habe es getestet. Und ja. Dann als nächstes Schmalzfleisch. Ich habe eigentlich als Notvorrat in Büchsen viel, viel Schmalzfleisch, weil es wieder individuell nutzbar. Man kann das Schmalz zum Braten nehmen und das Fleisch halt einfach zum Essen, zum Kochen, wie auch immer. Und deswegen hast du 2 in 1. Schmalzfleisch auch verdammt lange haltbar. Ich habe auch Dosen da 6-7 Jahre, wie schon gesagt, passiert gar nichts. Kann man schön stapeln. Kosten auch nicht das haufenweise.
kann man verschiedenes Schmalzfleisch nehmen. Ich höre es vom Schwein hier, es gibt da noch anderes, keine Ahnung, was es da alles gibt. Auf jeden Fall auch sehr zu empfehlen. Dasselbe, was ich halt als Schmalzfleisch habe, habe ich hier ein Obst. Ich habe einen kleinen Obstvorrat in Büchsen mir angelegt. Schmeckt nicht schlecht, ist viel Zucker drin, gibt Energie. Schmeckt halt zwischendrin mal einfach gut. Wenn man mal Knäckebrot und was weiß ich, wie zum Beispiel dann hier die Aprikosen isst. Ja, ist halt auch Nahrung für den Kopf. Das halt schön süß ist. Und ja, auch nicht schlecht. Und dann gibt es natürlich auch was Herzhaftes. Das ist der Fertigsuppen im Topf. Ich habe hier den Busta-Topf. Da gibt es Nudeln, da gibt es alles. Gibt es auch in jedem Supermarkt. Legt euch da mal 10 Büchsen da hin oder 15, dann kommen wir ein ganzes Stück hin. Die ist ja auch relativ nahrhaft. Ist alles drin: Zucker, Fett, Eiweiß, Salz. Oh, alles eigentlich. Auch sehr zu empfehlen. Ist auch ewig haltbar. Muss man aufpassen, wenn die Dosen hier anfangen mit Rosten, dann kann man es eigentlich wegschmeißen, weil da kommt irgendwann Luft rein und ist gut. Aber ich sage mal hier die ist auch schon, weiß nicht, 6-7 Jahre alt mittlerweile. Und da, wie ihr seht, es ist nichts, es ist gar nichts an Rost. Also verdammt lange haltbar und a must have. Was ich natürlich auch noch habe, auch ein kleiner Favorit von mir, sind Traubenzucker-Tabletten. Gibt es in ganz verschiedenen Varianten. Gibt es aber meistens als Werbeartikel. Ich zum Beispiel Werbeartikel von der AOK. Ich weiß nicht, wo ich die damals mal her habe. Durch 2 oder 3 Kartons da. Und Traubenzucker ist wirklich im Notfall fix gegessen. Sie machen zwar nicht satt, aber geben Haufen Energie. Der Energieschub kommt relativ zügig, weil Traubenzucker im Körper schnell verarbeitet wird zur Energie. Und deswegen habe ich ganz, ganz viele solche kleinen Würfel hier in meiner Ausrüstung stecken, überall. Auf längeren Wanderungen stecke ich mir mal so der Traubenzucker-Bonbons ein. Die kann ich fix essen, gibt einen Haufen Energie. Und ja, also ich finde es genial. Könnt ihr selber gucken, gibt es auch im Supermarkt zu kaufen. Wie gesagt, sei ja viel Werbeprodukte manchmal, durch ja viele, viele da, im Notfall unentbehrlich. Dann als nächstes, was ich auch mal ein paar Dosen da habe, ist Karo-Kaffee, quasi Malzkaffee. Der gibt auch richtig Power. Muss ich auch mal ganz kurz lesen, ist Energie auf eine Portion, sei 8 Kilokalorien, ist nicht viel, aber zum Trinken optimal, schmeckt gut, kann man warm und kalt trinken, sei fettgesättigte Fettsäuren drin, Kohlenhydrate, Zucker, Ballaststoffe, Eiweiß, Salz. Die Dosen kann man draußen rum dann als Trinkbecher nehmen oder zum Wasser abfüllen oder wie auch immer. Universal einsetzbar. Jo, Malzkaffee finde ich genial, muss man auch haben. Dann, was auch noch für mich persönlich wichtig ist, ist Hühnerbrühe. Die habe ich ja immer, weiß nicht, 10-12 Gläser da. Die werden auch nie schlecht, die sei wirklich vakuumverpackt, da passiert gar nichts. Hier, die ist von 2002. Also 20 Jahre alt. Die gibt auch einen Haufen Energie. Da ist hohe Zuckerstärke, Hühnerfett drin, Sellerie, Zwiebeln, Knoblauch, Ei, Soja, Milch und Senf. Also die gibt richtig viel Power auf 100 ml. Heißt 20 Kilokalorien. Kohlenhydrate, Zucker, wie schon gesagt, ist alles drin. Absolut genial, braucht man und ist sehr ergiebig. Kommen wir nun zum letzten Produkt für heute, was ich euch vorstellen will. Auch ganz, ganz wichtig ist Honig. Honig ist ein Naturprodukt, wie jeder weiß. Ne?
ist auch sehr, sehr lange haltbar. Diese Dose zum Beispiel oder dieser Becher ist von 99, wo ich den Tag wieder mal aufgemacht. Schmeckt genauso wie am ersten Tag, wo ich ihn abgefüllt habe. Ich hole mir immer den fertigen Honig vom Imker. Gibt es natürlich auch im Supermarkt zu kaufen, ne? Aber vom Imker, der ist halt reiner. Ist aus der Region, unterstützt mal ein Inkomit. Und Honig ist individuell einsetzbar. Honig ist quasi für mich der Vergleich zum Traubenzucker. Gibt ganz, ganz viel Power. Schmeckt halt süß. Ist halt ein Naturprodukt. Enthält viel, viel Zucker, logischerweise. Und was den Bienen halt im Winter gut tut, das tut uns im Notfall mindestens genauso gut. Deswegen hole ich ja immer 10, 15 Gläser Honig hier. Wie gesagt, der ist haltbar, ewig haltbar. Finde ich grandios, wird halt mit der Zeit fest. Muss man dann wieder ins heiße Wasserbad stellen, dann wird er wieder rein flüssig. Aber im Notfall ist Honig ein verdammt gutes Nahrungsmittel. So Freunde, das war jetzt mein zweites Video zum Thema Krisenvorsorge. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick verschaffen, was ich hier alles habe für Notfall. Sei Klassiker dabei, wie Nudeln und Reis und so weiter und so fort. Für mich als Highlight gibt es halt noch Honig und Traubenzucker und Karo-Kaffee. Aber das muss halt jeder selber wissen, was er sich gern als Lager anschafft. Ich will euch halt damit nur zeigen, eine kleine Auswahl davon. Vielleicht euch einen kleinen Ansporn geben, was ihr euch kauft und warum. Und ja, ich hoffe, mein kleines Video hat euch gefallen, so rum. Und ja, wenn ihr Anregungen habt oder Fragen, dann schreibt mir es wie immer in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch eine schöne restliche Woche, ein schönes Wochenende. Bleibt anständig, bleibt gesund. Und ich freue mich wieder aufs nächste Video, wenn ihr reinschaut. Euer Sven, euer Outside-Sieger Vogtland. Ciao, ciao.